Hi, ich bin Schwester Magdalena und gehöre zu den Franziskus-Schwestern von 14 Heiligen. Vor kurzem war ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs, auf dem Weg zu einem Termin. Und plötzlich ist vor mir eine riesengroße Straßensperre gewesen. Kein Durchkommen war möglich. Umkehren aus meiner Sicht ausgeschlossen. Es ging nichts mehr. Was tun in so einer Situation? Absteigen und jemand um Hilfe fragen? Auch im Leben begegnen uns manchmal solche Situationen. Bekannte Wege, Lösungswege, die wir genutzt haben, tragen nicht mehr. Sie helfen uns nicht mehr bei der Bewältigung unserer Probleme. Manchmal hilft bei richtigen Krisen ein Blick von außen. Jemand, der uns hilft, die Fragen, die in uns auftauchen, zu bearbeiten. Und ganz konkret in den kleinen Herausforderungen des Alltags, wo wir vielleicht ja kopflos unterwegs sind, keinen Ausweg mehr sehen, hilft es mir, einen Schritt zurückzugehen. Innezuhalten, mich zu fragen, worum geht's denn eigentlich wirklich? Abstand zu gewinnen. Vielleicht kreativ zu sein oder Sport zu machen, rauszugehen, Freunde zu treffen. Jemanden zu fragen, hey, was denkst du drüber? Das kann Entlastung bringen. So die kleinen Dinge. Sozusagen ein kleiner Reset im Alltag. Wie ging es dann bei mir weiter mit meinem Wegproblem mit dem Fahrrad? Es kam zufällig ein Passant vorbei und der hat mir den Weg durch einen Häuserblock gezeigt. Und so kam ich doch noch fast pünktlich zu meinem Termin.